Kehre zu Farkas zurück. Also das machen wir. Der Segen der Natur bringe Nesselfluch in deinen Besitz. Danach können wir als nächstes gucken. Bringe einen Mammutstoß an, erkunde die Bonne. Ja, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das hier noch alles zufällig oder so. Töte Banditenanführer im Lager Stille Monde. Stiehl das agonische Bier. Das können wir natürlich auch nochmal machen. Vielleicht kommen wir damit in die Diebesgilde. So und da fand ich schon. Kehre zu Farkas zurück. Oh verdammt, was ist denn jetzt was? Sie behaupten, es sei wegen des. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Also das ist die Hauptquest, das ist bestimmt Kehre zu Farkas zurück. So und hier. Ich verbringe viel Zeit an den. Oh, also erzählen tun sie auf jeden Fall alle viel. Kommt herein. Das ist total schwierig zum Erzählen. Ich speichere mal, aber die Tuse, die ist. Die muss weg. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Genau, geh mit woanders hin. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Ich auch. Frag jemand anderen. So, das bringen wir jetzt ganz schnell weg. Hier, bitteschön. Warum schaut er mich so an? Hier ist das besondere Bier. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Ja, mein liebsten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel gefunden. Auf jeden Fall. Der kräftigen Heilung. Immer noch durstig? Jetzt nicht mehr. Dank eurer Hilfe. Die starrt mich aber auch an. Nehmt ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Was? Da muss ich ja mal gucken. Geschenk aus Nächstenliebe? Zutaten? Nein. Essen? Nein. Schriftrollen? Nein. Zaubertränke? Hä? Bekleidung? Nein? Waffen? Aber sicher. Oder war das jetzt. Verschiedenes? Bringe das Schwert, begibt sich ein Tritt der kaiserlichen Armee bei. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Hat mich gebeten, ja, Drachenangriff zu berichten, bla bla bla. Hauptquest will doch keiner machen. Was ist denn jetzt gerade Geschenk aus Mensch, kräftaktive Effekte? Geschenk aus Nächstenliebe. Redekunst steigt für eine Stunde um 10 Minuten. Das ist eine Entforschung. Ja, toll. Es wird mir täglich frisch von den Bauernhöfen geliefert. Will ich denn irgendwas verkaufen? Wo ist denn der Schmied? Irgendwie schnell mal was verkaufen hier. Habe ich überhaupt was zu verkaufen? Waffen. Nein, hab ich nicht. Bekleidung hab ich auch nicht. Ja, verdammt, Zaubertränke, Schriftrollen. Scheiße, ich hab sowieso nichts zu verkaufen. Ach, fuck. Mist. Mist. Ja. Hör auf, uns zu meckern. Jor Vaskar. Boah, ich bin mal gespannt, also wenn man überall Skio in den Städten... ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ja, guck mal da. Also wenn wir in jeder Stadt so zugespammt werden mit Nebenquests und manche sowas, denken, dann ich sei nicht intelligent. Könnt ihr euch auf ein richtig, richtig langes Let's Play gefasst machen. Euch mag ich. Der Was? Neueste Rekrut, richtig? Moment. Nein. Stimmt das schon? Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich. Ja, halt die Fresse, ich habe mich um das Problem im Weißlauf gekümmert. Leute herumzuschubsen macht manchmal Spaß, oder? Nein, gute Arbeit, nicht. Bruder. 100 Gold hinzugefügt, naja. Ich suche nach Arbeit. Skjor hat wohin nach euch gesucht. Was will er? Keine Ahnung.
Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Okay, die Aufnahmeprüfung. Wer war's? Jo, war das der? Ach, das war doch der, der uns nicht leiden konnte, glaube ich, ne? Questfile gibt's nicht. Ich hätte hier nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile. Ja. Mittlerweile sehe ich das auch so. Ich kümmere mich. Ja, aber der Verdammte, hör doch auf, mich hier zu stalken, du hässliche Bratze, ey. Pfui. Hier kann ich pennen. Oh, hier kann ich auch alles nehmen. Hallöchen. Süßkuchen. Hallöchen. Karöttchen. Hallöchen. Tasse stehlen. Nee. Eisendolch braucht kein Mensch. Oh Mann, kann man hier nicht irgendwo mal was Tolles klauen? Hier gibt's überall so viel Schrott. Ach, guck mal, das ist auch stehen, ist klar. Bier wollen wir nicht. Schrank können wir aber durchsuchen. Papierrolle. Nein, auch nicht. Beistelltisch wäre klauen. Ach, der Fuck. Okay, es ich habe schon wieder vergessen, wer wollte denn was von uns? Artis? Nee. Hallo? Da ist bestimmt ordentlich was drin in der Truhe. Öffne Tür. Was haben wir hier? Das sieht aber gar nicht... auch schon wieder Experte. Ach, wir versuchen es noch einmal. So, wir versuchen nochmal dieselbe Richtung. Nein. Boah, verdammt. Hat sich noch gar nicht richtig bewegt, ey. Nein. Verdammt. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Boah, wie heftig schnell brechen die denn da ab, ey. Okay, alles klar, klappt nicht. Ich glaube, wir haben gleich keine Dietriche mehr, bevor wir dieses Schloss geöffnet haben. Wenn ich kann, vermeide ich es, nach Ostmarsch zu gehen. Da liegt etwas Kotlak in der Luft. Ich glaube, es liegt zu nah an der Grenze. Ah, schau mal an. Stehen ungewöhnlicher Stein. Speichern wir mal. Die Tür machen wir mal. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. War das jetzt hier schon der dritte oder... Ich kann sehen, schon ein ungewöhnlicher Stein. Das ist hier echt erst mein erster Stein davon? Habe ich den tatsächlich in dem anderen zwei Stück davon? In Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Jo, alles klar. Ich auch. Nein, was wollte ich sagen? Oh, verdammt. Davon habe ich... war ich denn hier alle? Na, das ist total verwirrend. Deswegen habe ich das andere auch nicht mehr gespielt, weil ich jetzt nämlich total verwirrt bin, wo ich was gemacht habe. Weil ich habe... ich habe mich nämlich bei dem anderen Spiel gar nicht so in der Stadt aufgehalten, sondern, Pferdefell, oh, nehmen wir auch mit, sondern da habe ich mich draußen noch mehr umgeguckt, also da weiß ich noch ein bisschen mehr, aber hier drin weiß ich überhaupt gar nichts, da, hier war ich zum Beispiel überhaupt gar nicht drin, habe keine Quests, nichts gemacht. Und deswegen hatte ich da auch nämlich schon diese komischen Steine gefunden. Die scheinen so ähnlich zu sein wie die... Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft. Wie ist der denn? Und mein Bruder seine Intelligenz. Die erinnert mich, das wird wahrscheinlich sowas ähnliches sein wie... diese Statuen der Eileiden aus Oblivion, vermute ich mal, dass das so ähnlich sein wird. Dass es da irgendeinen Sammler für gibt, der die sammelt und... Ihr macht, glaube ich, auch nichts alleine, oder? Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht. Vielleicht können wir mal zusammen... Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Gucken wir mal. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Scheiße, der wollte ja auch nicht von mir. Dingens wurde was von mir. Das sieht komisch aus. Echt so im Schneidersitz mit einem Auge und der böse Blick. Wir
Die gucken alle so komisch, die sind alle so mies gelaunt hier. Ja, das Steinarm. Achso, die haben wir, glaube ich, schon angequatscht. Da seid ihr ja. Ja. Ihr wolltet mich sehen. In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Wofür? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrak zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Hä? Was hat das mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Hm. Farkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Sehe ich das richtig, dass Farkas meine Schildschwester wird? Ja. Ich war das neueste Mitglied. Ja, jetzt nicht mehr. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Schildschwester, wo bist du? Ohne Wigner wäre ich jetzt... Kleine Prinzessin. Er nahm mich auf und half mir das... Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Ja. Werdet ihr mein... Ach, guck da. Werdet ihr mein Schild... Schwester sein? Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Natürlich. Könnt ihr mir beibringen, mich in schwerer Rüstung besser zu bewegen? Wir treffen uns beim Staubmannsgrab. Was ist Wutrat? Ja, das... Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wutrat war seine Waffe. Aha. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Bestimmt Elfen. Oder vielleicht doch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Ja, so sieht's wahrscheinlich aus. Wer war dieser Gelehrte? Ein kluger Mann hat uns von einem Klingenstück erzählt. Skjor glaubt, ihr sollt es finden. Und ich soll auf euch aufpassen. Oh, dann wird's bestimmt schwer. Weshalb hat Skjor diese meine Prüfung genannt? Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Bruder nennen. Ich bin immer ehrenhaft, hallo? Wir treffen uns... Könnt ihr mir beibringen, ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Mach doch mal. Schwere Rüstung 27, so, das machen wir auf jeden Fall auf 30. 30. Super. Spieler... Oh, wo ist denn unser ganzes Gold hin? Wir hatten 3000. Mann. Wir treffen uns beim Staubmann. Trödelt nicht, Schildbruder. Kein Thema, Schildschwester. Bestimmt hier, Ette. Wo läuft er denn hin? Muss ich mich noch irgendwie vorbereiten oder so? Habe ich noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, er weiß auch nicht, wo es hingeht. Wir sollten weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ich war das neueste Mitglied der... Ja, bis jetzt aber nicht mehr. Staubmannsgraf, wo ist das denn? Lager, stille Monde, Staubmann... Das ist ja ordentlich weit weg. Boah, das wird aber eine Tour. Markierung platzieren, ja. Warten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Kommt zu mir, wenn ihr hallo. Ich habe gestern einen Bären getötet. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie Wigner. Lebt wohl. Kommt ich. Ja, alles klar. Boah, also erzählen tun die ja wirklich viel. Sobald man einen anguckt, die quatschen einen ja ein Ohr ab. Nein, doch mehr. Ja. Also wenn wir erstmal Gefährte sind, habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein. Wäre vielleicht genau das Richtige für euch.